ihr Pfeifenfreunde hier auf YouTube. Es ist wieder einmal soweit. Die Zeit des internationalen YouTube-Pfeifenraucher-Wichtelns ist da. Gestern hat Jay sein Video hochgeladen. Und ich habe ihm bereits gesagt, dass ich das für die deutsche Community übernehme, wie schon in den letzten Jahren, einen Aufruf zu starten, sich doch zu beteiligen. Worum geht es? Wir werden bis Ende November etwa Adressen sammeln von Menschen, die mitmachen wollen. Und dann wird international unter den Pfeifenrauchern der YouTube-Community gewichtelt. Wer kann mitmachen? Es können alle mitmachen, die vor dem 12. Oktober 2014 bereits ein Video gemacht haben. Ihr müsst zwei neue, ungeöffnete Dosen Tabak verschicken zu je 50 Gramm. Und ihr müsst euch bereit erklären, wenn ihr selbst euer Päckchen kriegt, von dem Öffnen des Päckchens ein Video zu machen und es hochzuladen. Wenn ihr das machen wollt, dann schickt ihr an Jay. Ich werde seinen Kanal hier in dem Video einblenden und auch nochmal einen Link unten in die Beschreibung setzen. Dann schickt ihr Jay eine Privatnachricht über YouTube und die sollte enthalten euren Namen, eure Postadresse und eine E-Mail-Adresse, an die er schreiben kann. Denn er wird alle weitere Kommunikation über E-Mail machen, weil die Privatnachrichten hier auf YouTube häufig nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte. Außerdem müsst ihr angeben, ob ihr bereit seid, euch am internationalen Wichteln zu beteiligen oder ob ihr bloß innerhalb Deutschlands verschicken wollt, beziehungsweise für die deutschsprachigen Mitglieder im deutschsprachigen Ausland, ob ihr halt bei euch im Land nur verschicken wollt. Das kann mit der internationalen Versendung von Tabak unter Umständen etwas schwierig werden, weil es da Grenzmengen gibt und das nicht immer so einfach ist. Jay rät dazu, wer das bisher noch nie gemacht hat, der soll es besser nicht jetzt machen, weil das, wie gesagt, ein bisschen kompliziert sein kann und vielleicht das Wichteln nicht gerade der geeignete Moment ist, um zu lernen, wie das geht. Also, es läuft folgendermaßen. Ihr schickt ihm eine private Nachricht mit euren Informationen und Jay wird euch bestätigen über eure E-Mail-Adresse, dass die Infos angekommen sind. Wenn das nicht klappt, also wenn ihr innerhalb von 2-3 Tagen keine E-Mail von ihm kriegt, dann solltet ihr euch bitte nochmal bei ihm melden. Dann kann es sein, dass YouTube mal wieder nicht funktioniert hat, so wie eigentlich vorgesehen. Er wird am 11.12., also am 12.11., also Mitte November, wird er euch die Adresse eures Wichtelopfers zusenden. Und sobald ihr dann das Päckchen rausgeschickt habt, bittet er darum, dass ihr ihm eine E-Mail schickt, dass er weiß, dass bei euch die Post rausgegangen ist. Wenn ihr euer Päckchen bekommt, auch dann bittet er darum, dass er eine E-Mail von euch bekommt, damit er es abhaken kann in seiner Liste. Und wenn ihr euer Video gemacht und hochgeladen habt, dann bittet er darum, auch da eine E-Mail zu kriegen, damit er einfach eine Übersicht hat, dass tatsächlich auch alle ihren Verpflichtungen nachgekommen sind und damit er auch eine Playlist erstellen kann, wo man sich dann die Videos alle angucken kann. Jay empfiehlt, dass ihr den Tabak gleich kauft, sobald ihr euch angemeldet habt und nicht wartet, bis ihr die Adresse habt, denn dann verzögert sich das Ganze unnötig. Es ist ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn man jemandem einen Tabak schickt, der gar nicht so sehr in seinem Blickfeld liegt, dass er einfach mal was Neues ausprobieren kann, halt was euch als Teilnehmern sowieso schmeckt. So, er sagt, es kommt immer wieder mal vor, es ist auch in den letzten Jahren vorgekommen, dass Teilnehmer nichts schicken konnten. Wir hatten Leute, die arbeitslos geworden sind und das Geld nicht mehr hatten, um da einfach Tabak zu kaufen und weiterzusenden.
Es hat in den letzten Jahren auch mal einen Todesfall gegeben in der Familie, wo dann völlig die Sache in den Hintergrund getreten ist. Das ist alles kein Problem, sowas kann passieren. Er bittet nur dringend darum, dass in einem solchen Fall er Bescheid bekommt. Es hat in der Community Leute, die auch bereit sind, mal ein zweites Päckchen zu verschicken. Das hat er selbst auch schon gemacht. Die würden das dann übernehmen. Aber es wäre einfach sehr, sehr schade, wenn aufgrund von solchen Umständen Leute, die sich beteiligen wollen, dann selbst nichts bekommen. Auch bittet er euch darum, nicht darauf zu warten, dass ihr den Tabak bekommt, bevor ihr euer Päckchen rausschickt. Er sagt, es hat geradezu Folgen. Ja, einer wartet, bis er den Tabak gekriegt hat, und dessen Rezipient wartet wieder, bis er Tabak gekriegt hat, sodass sich teilweise die Tabakversendungen bis in den Januar hinein verzögert haben, und das kann nicht Sinn der Sache sein. Es kann einfach nicht Sinn der Sache sein, dass ich so berechnend bin, dass ich sage, ich schicke erst was raus, wenn ich was erhalten habe. Es geht hier schließlich darum, dem anderen eine Freude zu machen. Und wie gesagt, es wird dann intern abgeklärt, wie das geregelt wird, wenn sowas mal nicht klappt. Wegen der gerade internationalen Versanddauer auch die Bitte, dass ihr, sobald ihr eure Adresse habt, das Päckchen gleich rausschickt. Dazu müsst ihr natürlich den Tabak vorher gekauft haben. Wie gesagt, einfach zwei Tabake auswählen, die euch gelb selbst schmecken, und losschicken. Das kann unter Umständen sehr, sehr lang dauern. Ich habe im letzten Jahr meinen Tabak relativ schnell gekriegt. Der kam aus Neuseeland. Im Jahr vorher habe ich über einen Monat auf den Tabak gewartet. Der kam dann Mitte Januar bei mir an. Wobei er tatsächlich so lange unterwegs war. Das konnte man also gut am Poststempel auch sehen. Deswegen, sobald ihr die Adresse habt, raus mit dem Tabak. Ich glaube, das war es jetzt soweit. Naja, ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr das Päckchen öffnet für euer Video. Ihr könnt entweder gleich aufmachen, sobald ihr das Ding kriegt, oder ihr könnt bis Weihnachten warten und es dann öffnen. Völlig egal, das bleibt euch überlassen, nur dass ihr daran denkt, auf jeden Fall ein Video zu machen. Und da, wenn das Päckchen da ist, wenn ihr was erhalten habt, dass ihr Jay Bescheid sagt, damit er einfach halt an seine Liste abarbeiten kann. Und weiß dann, dass diese Transaktion geklappt hat. Okay, das war's soweit von mir. Ihr seht, ich rauche eine Tonpfeife, eine holländische Godewagen Tonpfeife. Die habe ich bereits gebraucht gekauft. Deswegen hat sie auch schon diese wunderbare Färbung. Und da drin rauche ich diesen Tabak. Gar nicht noch nicht viel zu sagen, außer dass er recht fein geschnitten ist. Es ist ein Tabak, den ich jetzt in Belgien gekauft habe. Wir waren für eine Woche in Brügge und ja, da wollte ich doch mal was Einheimisches kaufen. Okay, also, ich würde mich freuen, wenn sich viele auch aus der deutschen Szene, daran beteiligen. Das macht immer einen großen Spaß. Man ist immer überrascht, was mal so für Tabak gekriegt und auch wie weltweit die Verbindungen sind. Das ist eine ganz klasse Sache. Macht großen Spaß. Macht mit.